schon toll hier bei LCL. Diese Atmosphäre. Es ist irgendwie schade, dass es mit einer Bewerbung zu der Saalassistentin nicht geklappt hat. Ach, ich bin eigentlich total froh, dass ich wieder bei meinen Zahlen bin. Wirklich? Ja, hundertprozentig. Siehst du? Ich sag sogar hundertprozentig, weil ich eben ein Zahlenmensch bin. So ist das. Na gut, jedem seins. Aber ich habe früher mal gedacht, meine kleine Caro, die macht mal was anderes. Biggie, als Giselle und ich deine Pflegekinder waren, waren wir wie alt? 10 oder 12? Damals waren wir kleine Mädchen, aber inzwischen sind wir erwachsen. Ja, 30 sogar. Ich kann es gar nicht glauben. Was machst du denn heute noch an deinem Geburtstag? Giselle ist nicht da. Vielleicht verschiebe ich meinen Geburtstag einfach. Ist ja nur eine Zahl. Ich dachte, Zahlen sind dir wichtig. Ja, aber so wichtig nun auch wieder nicht. Bin ja kein Freak oder so. Aber die Kassette, die Giselle dir geschenkt hat, die musst du dir auf jeden Fall anhören. Ist doch total interessant zu hören, wie ihr euch als Kinder euer Leben mit 30 vorgestellt habt. Ja, mal sehen. Bist du gar nicht neugierig? Damals ist damals und heute ist heute. Außerdem, wo soll ich denn jetzt bitte schön einen Kassettenrekorder herbekommen? Och, daran soll es doch nicht scheitern. Ich könnte ja mal Herrn Wolf fragen. Lass gut sein, Biggie. Ich muss jetzt auch leider weiterarbeiten. Schließlich bin ich ja Controllerin. Und Rebecca von Dahnstein braucht noch ein Feedback für ihre Kollektion. Oh. Gut, ich habe verstanden. Aber einmal drücken geht schon noch, oder? Ja. Und denk dran, was die Kassette angeht. Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Nein, ja nur. Wenn die Zwiebeln immer Giftstoffe ansetzen, sobald sie angeschnitten sind. Das weiß ich. Deswegen mache ich sie jede Stunde neu. Das ist hier ein Profiladen, Fräulein Hagenau, bitte schön. Gut, dann hätte ich auch gerne so einen Profi-Spezialburrito und die hier. Okay. Danke. Und wie geht's deinem ehemaligen Pflegekind? Naja, ist natürlich nicht so schön, ausgerechnet am 30. Geburtstag von der eigenen Zwillingsschwester versetzt zu werden. Noch dazu, wenn das praktisch die einzige Familie ist, die man hat. Was ist denn mit den Eltern? Also der Vater hat ja eigentlich von Anfang an keine Rolle gespielt. Die Mutter, naja, auf die kann man auch nicht zählen, würde ich mal sagen. Und das am 30. Entschuldigung, ich müsste da dringend etwas mit Ihnen besprechen. Wenn Sie keine zündende Idee haben, dann kommen Sie später wieder. Leider ist es sehr wichtig. Es geht um das Budget für die Fashion Days. Wir müssen bei der Show einen Posten streichen. Habe ich das richtig gehört? Streichen? Wir sind bereits einen vierstelligen Betrag über dem Budget, brauchen aber noch dringend Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben. Ah, und da entscheiden Sie, was gestrichen wird. Genau das ist meine Aufgabe. Wenn Sie das Budget aufstocken wollen, dann müssen Sie das mit der Geschäftsführung klären. Ich habe mir da auch schon ein paar Gedanken gemacht. Dieser 12 Meter Seitenvorhang, der zerrissen werden soll, der ist sehr teuer. Wenn wir den weglassen, Moment. Dann... so läuft das ja nicht. Ich bin hier die Controllerin. Das ist meine Aufgabe. Okay. Gut, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ja? Wenn Sie bei einer Show einfach irgendwas streichen, dann wäre das das Gleiche, wenn ich zum Beispiel einfach hier so blind in Ihre Tasche greife, ein Ding rausziehe und sage, das brauchen wir nicht mehr, das wird weggeworfen. Sie hören noch Kassetten? Eigentlich nicht. Ah, und warum tragen Sie sie dann mit sich herum? Das ist... meine Schwester und ich haben das als Kinder aufgenommen. Wir haben uns ausgemalt, wie unser Leben mit 30 aussieht. Darf ich? Und? Ich habe noch nicht reingehört. Eine Botschaft aus der Vergangenheit, die keiner kennt. Das ist gar nicht so schlecht. Da könnte man was draus machen. Dann sind wir uns mit dem seidenen Vorhang also einig? Ja. Der bleibt. Aber finden Sie einfach eine andere Lösung, Frau Schulz. Danke. So ein Premium-Burrito-Spezial. Lass es dir schmecken. Emilio, du bist der Beste. Danke. Du meinst, dass das mit ihrer Bewerbung im Designbereich nicht geklappt hat? Hat sie endgültig entmutigt? Sieht ganz so aus. Du hast doch gesehen, wie sie sich gewehrt hat, diese Kassette anzuhören. Ich glaube, sie hatte einfach Angst, dass sie dann merkt, dass ihr Leben komplett anders gelaufen ist, als sie wollte. Das könnte schon sein. Aber wer weiß, was auf der Kassette ist. Kann ja auch sein, dass sie sich vorgestellt hat, als Prinzessin auf dem Schloss zu leben. Das kann ich mir bei ihr zwar nicht vorstellen, aber klar, möglich wär's. Nee, ich schätze, es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Hallo. Olli, was machst du denn hier? Ich flieg gleich zu Christian nach England, aber vorher muss ich dir noch was zeigen. Was machst du? Ich recherchiere Seidenstoffe. Seit wann gehört denn das zum Job der Controllerin? Eigentlich gar nicht, aber ich bin vorhin mit Rebecca von Lahnstein aneinander geraten.
Rebecca, wie hast denn das bitte geschafft? Die ist doch total nett. Ja, aber ich bin leider dafür verantwortlich, dass sie ihr Budget für die Fashion Days nicht überzieht. Ah ja, das mögen Kreative natürlich gar nicht. Kannst du laut sagen. Die hat mich total zusammengefaltet. Egal. Was wolltest du mir denn zeigen? Genau. Weißt du, was das hier ist? Ein alter Kassettenrekorder? Ja, aber nicht irgendein alter Kassettenrekorder, sondern ein ganz besonderer. Der war nämlich bei einer heftigen Knutscherei mit Wolfgang Münstermann dabei. Danach habe ich es nicht geschafft, das gute Teil wegzuschmeißen. Kann ich gut verstehen. Und jetzt hat er ein neues Zuhause. Und zwar bei dir. Danke, aber das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Wie willst du bitte sonst deine Kassette anhören? Sag mal, was habt ihr denn alle mit dieser Kassette? Wir sind halt neugierig und wollen wissen, was da drauf ist. Dann meint das Dankeschön jetzt auch getan. Sorry, danke. Du bist der Beste. Ich weiß. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, wo ich diese Kassette hab. Also du sollst sie ja auch nicht jetzt anhören. Ich muss nämlich eh los. Christian rastet aus, wenn ich den Flieger verpasse. Also. Ciao. Bis bald. Ciao. Also und die gehört dazu. Und pass gut auf dein Gepäck auf. Mache ich. Ich pass auf den gut auf. Aha. Viel Spaß beim Träumen. Frieda weiß ganz genau, dass Sebastian sich niemals von Tanja trennen wird, solange sie im Koma liegt. Ja, aber sie kann doch nicht einfach alleine entscheiden, ob sie das Kind bekommt oder nicht. Entschuldige mal, wer trägt denn die ganze Last? Die Schwangerschaft, die Geburt, das ist alles Frieda. Danach ist sie alleinerziehende Mutter. Ja, gutes Stichwort, alleinerziehend. Ich meine, Frieda ist eine erfolgreiche internationale Fotografin. Wenn Sebastian sich um das Kind kümmern würde, dann müsste sie wenigstens ihren Job nicht aufgeben. Moment mal, redet ihr von der Fotografin Frieda Hansen? Ja, die hat auch schon hier für uns gearbeitet. Also eins sage ich dir, wenn es ihr nur um die Karriere gehen würde, dann könnte sie das Sebastian doch sagen. Er hätte bestimmt Verständnis dafür, aber da geht es um Liebe. Nur deshalb ist sie so schnell weg. Frieda Hansen. Das ist ja mal ein Zufall. Muss ich jetzt die Karte? Interessant zu hören, wie ihr euch als Kinder euer Leben mit 30 vorgestellt habt. Und denkt dran, Kinder und Betrunkene sagen die Wahrheit. Frau von Lahnstein, jetzt nicht. Aber ich habe vielleicht eine Idee, wie wir das Problem lösen können. Kommt in Ihrer Lösung ein 12 Meter langer Seidenvorhang vor? Nein. Das finde ich gut so. Da möchte ich es nicht hören. So können Sie mit mir nicht umgehen. Warum nicht? Weil ich mir wirklich große Mühe gegeben habe und ich will einfach nur eine faire Chance, meinen Job machen zu dürfen. Gut. Ihre Zeit läuft. Also, ich habe mir überlegt, wofür der zerrissene Vorhang steht. Metaphorisch gesehen steht das Durchschreiten des zerrissenen Vorhangs für den Aufbruch ins Neue, die Abkehr vom Alten. Also habe ich erst lange nach den günstigsten Seidenstoffen gesucht, aber die fallen alle nicht richtig. Und dann hatte ich eine Idee. Warum nicht ein Vorhang aus Licht? Laserstrahlen, die durch einen Nebel aus Trockeneis schießen. Also wie in so einer billigen Disco auf Malle? Nein, eher als Reminiszenz an die frühen 80er Jahre, die Sie ja offensichtlich mit Ihren Entwürfen zitieren wollen. Wer hat sich das ausgedacht? Ich. Wieso? Weil wir das genauso machen werden. Ach, und Sie können sich den Rest des Tages freinehmen. Sie haben ja Geburtstag. Happy Birthday. Danke. Ach, Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Und wenn Sie es noch mal wagen, sich in eine kreative Entscheidung einzumischen, dann möchte ich Vorschläge von dieser Qualität. Ach, könnten Sie diese Mappe vielleicht Herrn Hellström geben? Da sind die Vorschläge drin, wie wir an seinem Budget sparen könnten. Heute nach der Arbeit nur du und ich. Wie bitte? Bar, Restaurant, Kneipe ist mir völlig egal, kannst du dir aussuchen. Wir müssen uns besser kennenlernen. Also bevor jetzt ein Missverständnis aufkommt, du weißt... Ja, ich weiß, bei euch läuft dieses Lesben-Ding, ist doch völlig egal. Darfst du deswegen nicht mehr in der Öffentlichkeit trinken gehen, oder was? Warum bist du eigentlich so unverschämt gut gelaunt? Weil alles fließt, merkst du das nicht? Wir surfen auf einer gewaltigen Welle aus purer Energie und reiner Kreativität. Sag mal, was nimmst du so in der Mittagspause? Ich will auch mitsurfen. Nein, aber kennst du das nicht? Manchmal...
Manchmal dauert das bei so einem Projekt ewig, bis irgendwas passiert. Und dann ist es langsam und zäh und träge. Und dann plötzlich, bäm, dann kommt diese Welle und das überrollt alles und alles funktioniert. Ja, ja, ich kenne das, aber wovon redest du jetzt nochmal genau? So, zum Beispiel, dass die Frau, die ein Kind von deinem Bruder erwartet, zufälligerweise die Fotografin ist, mit der ich schon immer mal zusammenarbeiten wollte. Wie? Das heißt, du hast Frieda Hansen ein Angebot gemacht, dass sie wieder hier arbeitet? Ja. Und ich glaube, dass sie es annehmen wird. Da wird sich Sebastian freuen. Und ich auch. Ach, und falls uns die Welle der Energie überrollt, hier sind die Kürzungsvorschläge unserer Controllerin. Ich habe mit ihr eine ganz kreative Lösung gefunden. Ich hoffe, dir gelingt das auch. Diese verrückte Zahlenfetischistin ruiniert uns die ganze Show. Merkt das denn keiner? Arsch! Wir nehmen diese Kassette auf, weil wir mit 30 nicht so sein wollen wie alle anderen Erwachsenen. Genau, die machen nämlich nur noch Dinge, die ihnen keinen Spaß machen. Aber wir nicht, wir machen das total anders. Du fängst an, Giselle. Okay, also ich möchte Model werden. Ich möchte schöne Kleider tragen und einen Mann mit ganz vielen Muskeln und einem Schnurrbart. Mit dem kriege ich dann ganz viele Kinder. Muskeln? Sag doch noch was Besseres, Caro. Also, wenn ich mal 30 bin. Hey, was soll das? Ich will mit Ihnen über die Budgetkürzung sprechen. Komm nicht in Frage. Ich habe heute frei. Und außerdem ist heute mein Geburtstag. Ich weiß, ich war dabei, als Sie gestern im No Limits ausgelassen gefeiert haben. Sie erinnern sich? Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte wohl ein bisschen zu viel getrunken. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Danke, dass Sie nicht darauf herumgeritten sind. Was meinen Sie? Das wissen Sie ganz genau. Ach, Sie meinen, dass Sie mich vor versammelter Mannschaft geknutscht haben? Das muss Ihnen nicht peinlich sein. Ich könnte mir selber auch nicht widerstehen. Wie kann man nur so eingebildet sein? Na gut, ich will Ihnen nicht den Geburtstag durch irgendwelche Zahlentabellen vermiesen. Obwohl ich immer gedacht habe, es gäbe für Sie nichts Schöneres. Aber dann kann die Party ja jetzt losgehen. Ich habe jetzt leider kein Geschenk dabei, aber ich könnte Ihnen zur Feier des Tages was vortanzen. Dann will ich Modedesignerin werden. Und rein gar nichts kann mich davon abhalten. Sie wollten Modedesignerin werden? Aus, aber Dalli. Ich habe übrigens nachgedacht. Worüber? Über Sie. Ich habe mich gefragt, wer ist das eigentlich, unsere neue Controllerin? Wenn das wieder irgendeiner von Ihren peinlichen Versuchen wird, meine Qualifikation anzuzweifeln. Nicht Ihre Qualifikation, Ihre Motivation. Glauben Sie mir, ich weiß, wie das ist, wenn es nicht läuft, wie man will. Schön für Sie. Sie wollten Designerin werden. Ich war 10 Jahre alt, okay? Das war so ein Kindheitstraum. Genau das ist Ihr Problem. Stehen Sie doch mal dazu. Wozu? Sie wären gern kreativ. Stattdessen schauen Sie den ganzen Tag nur zu. Mann, das ist so frustrierend. Ich bin sowas von kein bisschen frustriert. Und warum behindern Sie uns dann bei der Arbeit? Meine Aufgabe ist es, den Kostenrahmen einzuhalten. Und das mache ich auch. Ich meine das nur gut, Schulz. Suchen Sie sich einen anderen Job? Oder lassen Sie mich meine Arbeit tun? War's das? So werden Sie niemals glücklich. Ich bin glücklich. Sag doch noch was Besseres, Caro. Also, wenn ich mal 30 bin, dann will ich Modedesignerin werden. Und nichts, rein gar nichts kann mich davon abhalten. Giselle, ich bin's. Hey. Ich höre gerade unsere Kassette. Wie kann das sein, dass du alles erreicht hast, was du wolltest und ich? Nichts.
Ich bin eine von den Erwachsenen geworden, die ich nie sein wollte. Eine, die ihre Träume vergessen und begraben hat. Und das alles nur, weil ich immer so verdammt vernünftig sein muss. Warum habe ich eigentlich so schnell aufgegeben? Warum habe ich nicht versucht, mehr aus meinem Leben zu machen?